Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit der Datenschutzgrundverordnung gibt die Europäische Union den Bürgerinnen und Bürgern uns das Instrument in die Hand, autonom über unsere eigenen Daten entscheiden zu können. Und von daher ist dieser Rechtsakt aus dem Europäischen Parlament, aus Europa, ein guter Rechtsakt. Es gibt aber an verschiedenen Stellen Punkte, über die wir diskutieren müssen. Deswegen ist es auch gut, dass wir heute diskutieren. Aber es macht keinen Sinn, sich gegenseitig vorzuwerfen, an irgendeiner Stelle geschlafen zu haben. Lieber Kollege Höferling, das ist gerade schon gesagt worden. Die FDP war ja im Europaparlament vertreten. Es geht um die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die im Europäischen Parlament beschlossen worden ist. Und Ihre Kollegin, Frau Nadja Hirsch, hat damals gesagt und in einem Artikel im Handelsblatt gefordert, warum wir die Datenschutzgrundverordnung dringend brauchen, und hat das auch bis heute so gesagt. Und so haben die Liberalen auch im Europäischen Parlament abgestimmt. Auch an die Kolleginnen und Kollegen der AfD. Es haben immerhin 5 Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die über die AfD ins Europaparlament eingezogen sind und die in der EKR-Fraktion geblieben sind, für die Datenschutzgrundverordnung gestimmt. So ist das nun mal. Das muss man sich also auch anziehen. Und wenn wir über die Datenschutzgrundverordnung reden, liebe Kollegin von Storch, dann waren Sie es im Europaparlament, denn das ist ein Kollegialorgan, und Sie haben ja mit abgestimmt im Liebeausschuss, dann waren es eben Sie, die es zu verantworten haben. Genau wie wir im Deutschen Bundestag alles gemeinsam verantworten. Und es gibt 3 Punkte, und da hat Staatssekretär Mayer nach meiner Meinung zu Recht darauf hingewiesen, da müssen wir drüber reden und da müssen wir drüber nachdenken. Der eine Teil sind die Abmahnungen. Und wir reden hier im Kern wahrscheinlich alle gemeinsam von den professionellen Abmahnern, die unsere kleinen Vereine, ehrenamtlichen Vereine und mittelständischen Betriebe abmahnen. Und da müssen wir darüber nachdenken, ob wir hier Lösungen finden können, das rauszunehmen. Und deswegen begrüße ich es sehr, dass sowohl unsere rechtspolitische Sprecherin, Frau Winkelmeier-Becker, hier Vorschläge gemacht hat, wie wir das machen können, dass das Innenministerium schon länger, auch vor dieser Aktuellen Stunde, nach Lösungen gemeinsam mit dem Justizministerium sucht, die ja weit über die Datenschutzgrundverordnung hinausgehen, und hier Möglichkeiten findet, wie so etwas nicht stattfinden kann, weil die Thematik geht ja weit über die Datenschutzgrundverordnung hinaus. Der zweite Punkt ist, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir vielleicht zu einer Klärung kommen bei der Bestellung der Datenschutzbeauftragten. Da gibt es unbestimmte Rechtsbegriffe in der Datenschutzgrundverordnung. Das ist etwas ganz Normales im Gesetz. Deswegen sind sie eben generell abstrakt. Aber die müssen eben auch für die Anwender so klar sein, und da kann man nicht erst auf Gerichtsentscheidungen warten, dass wir ihnen Hilfestellung geben müssen. Und deswegen ist es richtig, dass wir hier informationsmäßig noch mal nachlenken, von Seiten der Ministerien noch mal eine Informationsoffensive kommt, die ich mir übrigens auch vom Europäischen Parlament und der Kommission viel stärker gewünscht hätte. Und da hätte man mal darauf hindringen können. Ich habe keinen einzigen Wortbeitrag gefunden, Frau von Storch, von Ihnen, wo Sie auf eine Informationskampagne für die Bürgerinnen und Bürger sich wünschen und drängen. Sie können ihn mir gerne nachliefern. Ich habe heute den ganzen Vormittag danach gesucht. Dritter Bereich ist, wo wir uns Gedanken machen müssen, das ist die Frage, ob wir im Bereich der Bußgelder, ja, das ist richtig, das ist gesagt worden, das ist in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung vorgegeben, aber ob wir es nicht eine Regelung schaffen können, dass ein Erstverstoß nicht bußgeldbewehrt bleibt, in einer Phase, wo viel Unklarheit herrscht, dass wir sagen können, keine Bußgeldbewährung beim ersten Verstoß bei KMUs, also bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, und bei ehrenamtlichen Vereinen, erst beim zweiten Verstoß, wo man es wirklich hätte wissen können, da werden auch Bußgelder fällig. Diese 3 Punkte halte ich im Wesentlichen für überarbeitungsnotwendig. Und ich freue mich, dass diese Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD die Probleme erkannt hat im Dialog mit den Bürgern und sie auch nachsteuern will, lange vor dieser Aktuellen Stunde. Aber es ist gut, dass die Gelegenheit da war, dies zu sagen, dass wir diese Punkte anpacken. Dankeschön. Vielen Dank, Dr. Sensburg. Nächste Doktor. Dr. Jens Zimmermann für die SPD-Fraktion.